Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13 mit Schalke. Wir haben im letzten Moment noch Lukas Podolski geholt von Arsenal für 11,5 Millionen. Haben ein bisschen was ausgegeben jetzt, also wird wir gespannt sein, was hier alles noch kommen wird. Ab geht's, letzten Minuten des Transfers. Rafinha wird uns angeboten, bringt uns aber auch nicht mehr wirklich viel weiter. Da haben wir eigentlich, sind wir gut besetzt mit. Ich würde sagen, was wird uns noch angeboten? João Pereira wird uns nochmal angeboten. Auch alles nicht wirklich für uns interessant. Beschleunigen das mal ein bisschen, denn dazu holen werden wir wirklich nicht mehr viel. Bastian Achibar geht zum FC Basel für knapp 7 Millionen, das ist ein Ding. Abeloa wird uns noch angeboten. Rechter Verteidiger. Aber ich denke, da sind wir gut besetzt mit Görgi Garix und mit Uchida. Also ein paar Wechsel werden hier noch durchgeführt, klar. Da schlägt jeder nochmal zu, kurz vor Schluss. David Santon wechselt auch. So, die Zeit ist gleich um. Bayern bietet uns Rafinha an. Santana geht nach Leverkusen. Interessant. Für knapp 8 Millionen. Wow. Gut, also wir haben keinen mehr geholt. Teuerster Spieler ist Toni Kroos. Dann kommt Draxler bei uns, der teuerste. Huntelaar, der zweiteuerste bei uns. Papadopoulos, Böttner. Fafan, Renato, Hövedes. Podolski, Kirchhoff, auch fast 10 Millionen Marktwert. Bastos, auch schon ganz schön hoch der Marktwert. Gut. Also, es geht gegen Bochum. Erstmal hier noch, Pucki Spiel des Monats, bei, ja, den haben wir ihn verliehen, den haben wir verkauft, ne? Den haben wir verkauft, genau. Zwei Spiele, zwei Tore, naja. So. Erster Spieler der Bundesliga. Und schlägt's nach Bochum. Zum Revierderby im Revier Power Stadion. Ansonsten Topspiel erneut Bayern gegen Fürth zum ersten Spieltag, wie letzte Saison, das ist ein Ding. Gladbach, HSV, Stuttgart, Hannover. Interessante Paarung zum ersten Spieltag. So, jetzt geht es natürlich wieder los, genau. Ja, kennen wir alles. Sehr schön. So. Unsere Aufstellung, wie wird die aussehen? Garix oder Uchida ist die Frage. Ich bin für Garix, auf den haben wir uns am meisten verlassen können letzte Saison. Und denn Goretzka wird im Kader stehen, klar. Neustädter oder Jones? Jones hat eine bessere Form. Huntelaar auch nicht wirklich gut in Form. Wir spielen mit Philipp Max und Ricky von Wolfswinkel im Sturm. Zum ersten Spieltag. Renato Augusto wird auch in den Kader kommen oder nicht? Ja, doch, eigentlich schon, ne? Also, Renato Augusto kommt für Roman Neustädter. Kirchhoff kann zur Not auf der 6 spielen. Das ist unser Kader fürs erste Ligaspiel der Saison. Wir können gespannt sein, was der uns bringt. Alle Spieler spielberechtigt für die Champions League, sehr schön. Standesgemäße Forschung für Lukas Podolski. Probetraining ist beendet bei Pizarro. Hat nichts gezeigt, genau, also brauchen wir ihn auch nicht mehr verpflichten. So, Huntelaar ist wieder fit, sehr schön. Aber, wie gesagt, wird erstmal auf der Bank Platz nehmen zum ersten Spieltag. Leute, wir sind gespannt. Wir schauen nochmal in die Teamdynamik rein. Klaas-Jan Huntelaar. Kannst du die Sprache kümmern, David Loke? Nö, die Hunde. Das wäre auch, will immer noch gerne im Kapitän sein. Ja, dann sagen wir erstmal nichts. Verfahren. Super letztes Spiel, klar. Die Zinina war sauber. Mourage. Verantwortung übernehmen. Ja, können wir ihn mal sagen. Worte nimmt sich zu Herzen. Sehr schön. Papadopoulos. Nächstes Spiel wird er sich auf jeden Fall nicht schonen. Ich brauche einen Topform nächstes Mal. So wird es sein. Auch Böttner. Schon zum nächsten Spiel. Hövedes. Was soll das alles mit schon im nächsten Spiel? Das ist doch Quatsch. Warum soll er mit Renato Augusto reden? Der ist doch, dem ist doch alles gut. Gucken wir mal hier rauf. Renato Augusto. Naja gut, können wir auch nicht wirklich so sagen. Draxler. Warum sagen alle schon sie im nächsten Spiel? Das ist doch alles Quatsch. Also im Moment können wir da nicht wirklich viel groß zu sagen. Das ist Blödsinn. Also gut, dann gucken wir nochmal in die Taktik rein. Aufgaben erstmal. Da sollte eigentlich alles geklärt sein. Huntelaar ist Co-Kapitän, dann kommt Jones, Mourage und Büttner, klar. Elfmeter. Huntelaar von Wolfswinkel, Podolski, da sind die Elfmeterschießen auch klar. Freistoß aufs Tor. Bastos Verfahren. Na, von links macht's Verfahren. Von rechts macht es Bastos. Freistoß mit Chance wird es genauso sein. Von links macht's Verfahren. Ecken. Von links auch Verfahren. Und von rechts Michel Bastos. Und dann haben wir alles durch. So, wir können also, na, die Taktik wollte ich noch gucken.
Gegen Bochum, ja, 60%. Wir erhöhen den Einsatz auf 70% gegen Bochum. Spielmacher ist natürlich nicht Jones, sondern Draxler. Sturmtank ist Van Voswinkel, nicht Max. Ansonsten ist das alles gut so. Wir werden vor allem aber über die Mitte und rechts spielen. Über Verfahren soll das alles laufen da. Und über Draxler, den Spielmacher, klar. Und dann geht's los zum ersten Spieltag in Bochum. Wir sehen uns gleich im Textmodus. Gut, Leute, auf geht's ins Spiel gegen Bochum. Gebt euer Bestes an mit dem Team. Und dann lasst losgehen. Gegen den Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet. Und gleich in der ersten Minute das 1:0 für Schalke. Durch Ricky van Voswinkel nach Vorarbeit von Philipp Max. Da haben wir schon mal alles richtig gemacht. Draxler legt schön auf für Max. Aber der verzieht. Doch van Voswinkel startet genau im richtigen Moment. Drückt den Ball über die Linie. Erste Minute 1:0. Das erste Saisontor für Schalke ist gefallen. Bochum als Aufsteiger eiskalt erwischt in der Bundesliga. Caligiuri schlägt den Ball da etwas einfallslos, einfach weit in die gegnerische Hälfte, wo Hofmann, da ist er gleich, Philipp Hofmann, tatsächlich verlängern kann. Der Abschluss kann, den Abschluss kann Dedic, allerdings ist allerdings harmlos, so rum, meine Güte. Schalke hat die Chance zu erhöhen, Jones prüft, Lute mit einem Schuss aus, für, einen Schuss aus 28 Metern, aber keine Probleme mehr für Andreas Lute. So, jetzt geht das Spiel, plätschert es immer vor sich hin. 10 Sekunden sind über 2 Bälle im Spiel, auch interessant. Weiter geht's. Klatschen, ja. Wir klatschen in die Hände, genau. Und momentan passiert nichts. Jetzt die nächste Chance für Schalke. Möglichkeit. Draxler legt halb links am Strafraumrand zu Jefferson Verfahren ab, der sofort schießt, jedoch knapp verzieht. Jonas Akquista Pace sieht gelbe Karte bei Bochum. Kommt gegen Max zu spät und trippt den Schalke Haar von der Seite um. Gelb ist in dem Fall berechtigt. Konzentration, Leute. Kurz vor der Pause nochmal. Jetzt kommt nochmal die Bochumer. Caligiuri setzt Hofmann mit einem hohen Ball aus dem Mittelfeld ein, doch der Stürmer des VfB Bochum wird abgedrängt. Sein Versuch eines Querpasses landet bei Papadopoulos. Jones unterbindet eine gute Aktion. Also Hofmann spielt er, das ist gut. Wenn er das Saison 50 macht, konstant spielt, ist er nächste Saison für uns ein Kandidat. So, Halbzeit. Podolski und Huntelaar schlummern noch auf der Bank. Aber so haben wir uns das vorgestellt, Leute. Spielergespräche moralisch sauber. Bislang Papadopoulos sauber bislang. Max und Van Voswinkel motivieren wir noch ein bisschen. Genauso wie Fafan. Und dann gibt es Massagen, klar, da müssen wir ein paar verteilen. Verfahren auch noch. Zack. Und ab geht's. In Hälfte 2. Alle Spieler warm laufen. Und die Chance für Schalke gleich am Anfang. Nach dem Seitenwechsel die Glanzparade von Andreas Lute. Ein technischer Fehler von Bugera bringt Draxler in Schussposition. Lute taucht ab und lenkt den Flachschuss mit einer großartigen Parade zur Ecke. Sehr schön. Ecke für Schalke. Draxler und Akvista Pate steigen zum Kopfball hoch, aber der Bochumer kann die Ecke von von Bastos klären. Oliver Fink sieht die gelbe Karte, auch Neuzugang von Düsseldorf, also bei Bochum. Fink springt Jones in den Rücken und wird dafür verwarnt. Auch schön. Nächste Chance, Schalke. Bastos mit einem Freistoß auf der rechten Seite verzieht. Aber weiter so, Leute. So, weiter drücken. Dann kann das was werden. Nächste Chance, Schalke. Schöne Möglichkeit. Bastos tankt sich auf der linken Seite durch. Zieht in den Strafraum, sucht den Abschluss. Doch, Keeper Lute pariert seinen Schuss. Der Abpraller verpasst Philipp Max nur knapp. Und wir wollten den ersten Wechsel vorbereiten. Philipp Max ist ein bisschen müde. Für ihn kommt also unser Goalgetter. Nein, der ist noch nicht ganz gut in Form. Also wir bringen unseren neuen Mann. Lukas Podolski kommt ins Spiel bei Schalke. Für Philipp Max. Gerade gekommen, Huntelaar noch angeschlagen. Deswegen denke ich mal, sollten wir ihn heute 19 Minuten lang schonen. Nächste Chance Schalke. Podolski geht zweimal im Strafraumrand zu Boden. Einmal knapp davor, einmal auf der Linie reklamiert. Doch der Schiri lässt weiterspielen. Nächste Chance für Schalke. Erneut Fafan alleine vor Lute. Doch statt zu schießen schlägt er noch im Haken. So, nächster Wechsel soll kommen. Garix müde, Nanu. Jetzt wird aber Bastos auch müde. Für ihn kommt also Leon Goretzka rein. Der Ex-Bochumer. Da folgt mal ran. So, Dabrowski kommt für Fink. Bei Bochum. Also wie Shiplock für Philipp Hofmann. Okay, und wir wechseln auch nochmal aus. Für Van Voswinkel bringen wir jetzt Renato Augusto. Bisschen defensiver. Offensiven Mittelfeldspieler bringen wir dafür rein. Podolski jetzt einzige Spitze. 4-1-4-1-System heißt es zum Schluss. Viertelstunde vor Schluss. Also, ja, wir wollen uns nicht hinten reinstellen, aber auf jeden Fall defensiver agieren, denn langsam müssen wir das 2-0 machen. Maltritz geht energisch zur Sache und grätscht Podolski den Ball vom Fuß. Augusto versucht auf links durchzukommen, doch Carsten Rotenbach läuft ihm den Ball ab. Jetzt nochmal Schalke, Ecke, Verfahren.
Höwedes kommt zum Kopfball. Doch, er kann den Ball nicht richtig drücken, sodass er über den Kasten geht. Führung geht voll auf in Ordnung, aber wie gesagt, wenn man die Chance nicht nutzt, kann das mal schief gehen nochmal. Jetzt kommt Bochum und da ist die Glanzparade von Arthur Moraes, unsere neue Nummer 1. Caligiuri marschiert anschloss durchs Mittelfeld, geht zunächst dynamisch an Jones vorbei, schießt dann hart aufs Tor. Moraes muss sein ganzes Können aufbieten und hat den Ball dann sicher. Nochmal Wechsel, Nikolaj Gilashvili kommt für Slavia Dedic bei Bochum, die haben also ihren Sturm frisch erneuert. Nochmal Bochum, Chance für den VfL. Caligiuri versucht aus fast 30 Metern aus dem Stand. Moraes hat ihn aufsetzt, aber keine Probleme. Und jetzt nochmal Konzentration, Leute, hier kurz vor Schluss. Hier darf nichts mehr anbrennen. Bochum kommt nochmal. Abseitsstellung aber von Gilashvili. Power bloß rückgeschickt heraus. Sehr schön. Nachspielzeit läuft. Eine Minute gibt's nur. Die sollten wir über die Zeit bringen. So ist es. Der Auftaktsieg ist geglückt gegen den Aufsteiger. Schwieriges Spiel. 1:0 nach Tor von Ricky van Wolfswinkel in der ersten Spielminute. Wir haben also 19 Minuten lang das 1:0 verteidigt und auch in der ersten Halbzeit noch die Riesenchancen gehabt zu erhöhen. Das war gut. Gleich geht's weiter mit der Nachbetrachtung. Gut, Leute, wie gesagt, 1:0 Sieg gegen Bochum. Schwieriger Auftakt, zumal wir ja ein bisschen verunsichert waren durch das Pokal aus in der Champions League Playoffs, aber eine gute Leistung gezeigt haben. Sehr gutes Mannschaftsgefüge hat sich gut bewährt. Philipp Max und Van Wolfswinkel legen sich die Tore gegenseitig auf, beziehungsweise Max legt für Wolfswinkel auf. Wolfswinkel hat das erste Tor der Saison also erzielt für uns. Podolski mit einer 3,5er Einwechslung für seinen ersten Einsatz. Wird sogar gleich stärker, sehr schön. Huntela, ja, wie gesagt, der Torschützenkönig noch angeschlagen gewesen. Goretzka mit einer, ja, 4. Und ja, Renato Augusto hat auch seinen ersten Einsatz bekommen. Wird auch noch öfter kommen. Also ja, wir haben die Qual der Wahl. Wir haben unseren Kader gut qualitativ in der Breite verstärkt. Können auf der Bank gut was bringen. Ja, das sieht gut aus. Papadopoulos bester Mann geworden heute. Stärke 81 jetzt sogar. Sauber. 14 Millionen Mark wert. Schauen wir die Statistiken. Ja, 6000 Schalker fast sind mitgereist. Na gut, ist ja auch nicht weit. 20 Kilometer rüber nach Bochum. Aber der Sieg geht auch voll in Ordnung. 8:3 Chancen. Ballbesitz 60-40% für uns. Das ist doch sauber. Ergebnisse, die anderen. Bayern überraschenderweise am ersten Spieltag nur 0:0 gegen Greuther Fürth. Borussia Dortmund haut Düsseldorf im ersten Spieltag mit 5:1 weg. Frankfurt-Freiburg 0:3. Stuttgart-Hannover 4:0. Hoffenheim-Augsburg 3:0. Was waren hier Tore? Meine Güte. Wolfsburg gegen Lautern 2:1. Gladbach gegen HSV 3:1. Leverkusen holt nur einen Punkt aus Bremen. 0:0 dort. Und Bochum, Schalke 0:1. Wie gesehen, ausverkauftes Haus, na klar. Also, nächstes Spiel geht's gegen Hoffenheim zu Hause. Ich glaube, das können wir uns im dritten Spiel gönnen oder noch nicht. Ich glaube nicht. Danach gegen Bayern, das werden wir uns gönnen, auch wenn es auswärts ist. Und gegen gegen Dortmund. Nee. Nächster dritte Spiel wird gegen Dortmund sein, glaube ich. So, Stimmen zum Spieltag. Was sagt der Hansa-Fan? Es waren in den ersten 20 Minuten von beiden Seiten ein richtig gutes Spiel, in dem wir glücklich in Führung gegangen sind. Nach der Auswechslung von Philipp Max haben wir die Initiative aus der Hand gegeben. Bochum war danach über weite Strecken fußballerisch besser. Es war ein sehr glücklicher Sieg für uns. Aufgrund der zweiten Halbzeit kann man es so sagen, aber in der ersten Halbzeit waren wir doch klar überlegen. Klar, Philipp Max hat das Spiel gut in die Hand genommen. Finde ich gut von ihm, dass er das Zepter dann in die Hand nimmt selber. Teamleistung auf Platz 3 heute. Bester Spieler gibt es natürlich noch nicht viel zu sagen. Rafinha sollte von Bayern abgegeben werden und hat gleich ein gutes, sauberes Spiel gemacht hier. Gibt's ja gar nicht. Also, das sieht ja schick aus. Es geht gegen Hoffenheim im nächsten Spiel. Zweites Spiel 3-3 gegen Leverkusen, zweite. Also ein gelungener Saisonauftakt. Nicht so wie letzte Saison. Gegen Hannover haben wir da verloren gehabt. Top-Transfers. Arthur Moraes, Lukas Podolski auf Platz 10. Aber Moraes, das ist der Top-Transfer der Saison. Das ist doch sauber. 7 Millionen, der Torhüter. Gekostet. So, Jugendzentrum haben wir ausgebaut. Sehr schön. Sehr schön, ist ausgebaut. So, wie gesagt, Reservespiel 3-3. Bester Mann war dort Cevcik. Tore haben gemacht. Maxi Meier, Heuberg. Warum spielt der Innenverteidiger? Verstehe ich nicht. Vielleicht wird er doch umgeschult zum Innenverteidiger. Kann er auch sein. Naja, gut. Marco Karl hat auch Innenverteidiger gespielt. Das kann er eigentlich auch nicht. Das ist sehr merkwürdig. Aber okay. Was soll's. Mannschaft der Woche. Papadopoulos haben wir gesehen. Scouting abgeschlossen für Chelsea. Gut, und das war's dann erstmal von meiner Seite. Wir gucken uns mal fix an hier. Patrick Karkowski hat auch das nächste Spiel gespielt dort. Ah, die spielen noch, okay, alles klar. Gut, hat Price gespielt beim HSV? Das ist die große Frage. Hat er gespielt? Er hat gespielt, sehr schön. Gut, und das war's für mich von dieser Stelle. Hoffe, ihr habt viel Spaß. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.